Hallo Leute und herzlich willkommen zu Five Nights at Freddy's 3. Wir haben schon alle anderen FNAF-Spiele gespielt, außer FNAF 4. FNAF 4 würde ich auch eigentlich gerne als letztes spielen, wenn ich ehrlich bin. Fazbear's Fright Horror Trash. Erste Nacht, Leute. Erste Nacht. Die dürfte sehr gechillt werden. Ich kann die erste... Nein, ich will dich nicht hören. Ich... Phone Dude. Ja. Für alle, die FNAF 3 nicht kennen, so FNAF ist so das, was auf meinem Kanal irgendwie am beliebtesten ist. Deswegen, für Leute, die FNAF 3 nicht kennen, hier eine kurze Einleitung. Das Grundprinzip von FNAF ist, du sitzt in einem Büro und musst quasi vor Killerrobotern überleben. Das hört sich verdammt komisch an, wenn man es erzählt. Und ja... wir haben Kameras natürlich, um die Location zu tracken. Von denen wir können hier zum Beispiel Audio spielen. Das müssen wir jetzt noch nicht, weil Springtrap noch nicht da ist. Wir können Map toggen für Vents. Privat, ich spiele ja auch auf Privat FNAF und ich habe das nie nutzen müssen. Und es ist jetzt 1 Uhr. Okay. Ansonsten, wenn man das fucking System ausfallen, dann können wir hier auf dieses Maintenance Panel. Und dann hier quasi Audio, Kamera und Ventilation rebooten. Und das ist so das Grundprinzip. In der ersten Nacht wird nicht viel passieren, weil Springtrap noch nicht da ist. Man kann irgendwie auch Minigames triggern. Also, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, ihr habt beim letzten Morgens-Video, was gestern rauskam, habt ihr gesagt, ihr wollt mehr Videos vor allem und ihr wollt mehr FNAF haben. Ihr wollt wieder FNAF. Das hat mich nämlich jemand gefragt. Mehr FNAF kommt hiermit. Wir werden erstmal FNAF 3 durchspielen in dem Projekt und sehen, was dann noch so geht. Da ja quasi die Mobile-Version jetzt wie die PC-Version quasi ist, werden wir, denke ich mal, alle FNAF-Spiele auf dem Kanal nochmal spielen. Ja, wir werden auch Sister Location nochmal spielen. Auch wenn mich das gefrustet hat, FNAF Sister Location aufzunehmen für Videos. Am besten hat man Splinter immer hier hinten, das ist so... Da bin ich wieder. Nichts ist vorgefallen. Es ist nur 4 Uhr. Ich hoffe, man bemerkt den Schnitt nicht allzu sehr. Ja. 4 Uhr. Ihr wollt noch mehr Among Us. Und das, denke ich, kriege ich organisiert. Mit dem Cheese und so. Wir können uns ja nicht treffen. Wegen Corona. Ne? Wisst schon. Aber über Discord zum Beispiel. Ich habe noch kein Discord. Das werde ich, denke ich mal... Nein, nicht Reboot! Das dauert jetzt 30 Jahre. Er will quasi alle Systeme wiederherstellen, auch wenn gar nichts kaputt war. Es ist schon 5 Uhr. Warte. Ach, da jetzt geht wirklich einfach vorbei. Im Gegensatz, in anderen Flaschen wirst du in Nacht 1 wenigstens auch noch angegriffen. Aber hier ist Springtrap noch nicht da. Deswegen gibt es in Nacht 1 noch keine Gefahr für den Night Guard. So mit Cheese, Steph, Meister B und Krümel kriege ich Among Us bestimmt mal organisiert. Vielleicht auch mit Mods. Bestimmt auch mit Mods, ich denke schon. Und wir haben sie eben die Nacht 1 geschafft, das wird ja super. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein Minispiel. Das ist schon mein zweiter Versuch, dieses Tricks-Minigame. So, wir spielen als Freddy und müssen Shadow Freddy folgen. Nein, Shadow Freddy, ich glaube, Shadow Freddy ist der Purple Guy, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Das wäre schon ziemlich komisch. Wir können hier nicht durch. Ja, genau, wir können nicht durch. Ich hau schnell ab.
Da kam der Purple Guy mal eben vorbei. Die zweite Nacht kriegen wir in dem Part auch noch, komm. Die kriegen wir auch noch. Nacht 2 wird es natürlich gefährlicher. Ich will dich immer noch nicht hören. Ich brauche die Anrufe nicht mehr. So, Springtrap, wo bist du? Ich denke mal, es ist hier. Da bleibst du. Audio. Okay, wir haben ihn jetzt da hinten, da soll er auch sein. Genau, bleib mal da. Das, diese Kamera, auf der sollte man Springtrap halten, permanent, die ganze Nacht. Wenn er da bleibt, dann ist es gut. Ich gehe gerade immer von der Kamera runter. Ich weiß, es gibt keinen Strom in FNAF 3. Dennoch können die Kameras ausfallen, wenn man da zu lange drauf guckt. Deswegen gucke ich ab und zu mal weg. Ist zwar riskant, weil es kann sein, dass ich ein Phantom auslöse. Zum Beispiel Freddy oder Foxy, der da in der Kiste steht. Das sind Risiken. Aber da muss ich ein System weniger fixen. Ist das schon 1 Uhr? Okay. Ist er da? Ist das Freddy? Ne, das ist nur, da hängt nur was. Okay, alles gut. Nacht 2 ist auch noch nicht so gefährlich. Ist es. Nein, weg da! Oh Gott! Shadow Balloon Boy. Wenn man den sieht, sofort von der Kamera runtergehen. Wo ist er jetzt? Ist er hier? Ja, jetzt habe ich Audio. What the fuck was that? Ventilation Error. Ach, das ist die Einstellung vom Handy oder was auch. Scheiße. Okay, er ist wieder zurück. Er ist wieder back. Er ist wieder back, Leute. Alles gut. Alles gut. So, 2 Uhr. Haben wir schon, die Nacht geht langsamer rum als Nacht 1. Und er ist wieder weg. Ich glaube, er war im Van, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. Und wir sind schon zweimal Shadow Balloon Boy ausgewichen. Das ist doch gut. Ich glaube, er ist sogar in der Nacht so der. Ach, Video-Error, deswegen kann ich nichts sehen. Oh Gott, ist diese Einstellung nervig. Weg, weg! Oh mein Gott. Jetzt ist er weg, aber wir holen ihn wieder. 3 Uhr. So, ich glaube, Shadow Balloon ist wirklich in Nacht 2 der einzigste Phantom, der uns... Wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, wo Springtrap ist. Ich weiß, wo Springtrap ist. Und er ist zurück. So, das wird ja noch einfacher. Also, es wird noch schwieriger. Jetzt ist die Audio kaputt. Ja, ich weiß. Hör auf damit. Mistding, ey. Er war eben noch da, also denke ich mal, kann ich ihn zurückholen, ja. FNAF 3 hat dieses einzigartige System Ventilation Error. Hat dieses einzigartige System von nur ein Animatronic kann dich umbringen. Ich entschuldige mich auch für gestern den extrem komischen Livestream. Da muss ich mich wirklich... Warte, wenn schon, dann ist er in dem Vent. Nee. Map Toggle. Ich will Audio hier.
Nein, erster! Exit! Ich muss ihn. Auf Cam 1, so. Dann habe ich ihn kurz weg, dann kann ich Kamerasystem fixen. Scheiße. Scheiße. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich ihn. Oh no. Wie konnte er so schnell so weit? Kann ich ihn hier hinten locken? Komm an. Ich habe erwartet, dass das nicht funktioniert. Er ist noch weg. Komm, wir haben es geschafft. Ich habe Audio kaputt. Nein. Ich gucke es die ganze Zeit lieber an. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich 6 Uhr. Wir haben es gleich 6 Uhr. Ich gucke es die ganze Zeit lieber an. Ah? Ah? Ah, come on. Komm. Vergiss die Uhrzeit, oh Mensch. Oh, hab's geschafft. Mensch. Wie konnte er so weit an mein Office rankommen? Naja. Und jetzt haben wir, glaube ich, das nächste Meeting mit Bonnie, glaube ich. Ja, wir haben auf jeden Fall nach jeder Nacht hat man so ein Minigame. Und jetzt dürfen wir Bonnie spielen, ne? Ja, genau. So, Bonnie, let's go. Geh halt dahin, wo Freddy auch schon gestorben ist. Follow me. Ich krieg halt übelst Song-Vibes, ne? Ist schon. Bestimmt will ich da jetzt rein. Hier liegt Freddy. Okay, zurück. Verdammtes Mistschwein. Aber okay, damit würde ich sagen, beenden wir den ersten Part zu FNAF 3. Es ist ein bisschen kürzer geworden, da ich das nicht abtimen kann mit den Nächtdauer und den Parts, die es geben soll. Ich habe Springtrap jetzt schon aus den Augen verloren. Wo ist er eigentlich? Nun, da kann ich mir ja gerade sein, denn ich be... Da ist er. Ich beende hiermit den ersten Part zu FNAF 3. Es ist ein cooles Game und ich kann es jedem empfehlen, der FNAF mag, der sollte das sowieso kennen. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis morgen, wo wir dann vielleicht eine Among Us-Runde spielen. Mal gucken. Ich will so einen Rhythmus finden zwischen Among Us und FNAF und vielleicht anderen Spielen. Ja. Vielleicht mache ich da auch einen Upload-Plan. Mal gucken. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.